Totentoast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Totentoast merch. Sie ist nicht meine Freundin, Papa. Ich kann es nicht glauben, dass die falsche Schlange, Sarah, von der Julia das Kind ist. Ich meine, Lukas war so lieb, aber Sarah, sie hat mich im Kindergarten immer gemobbt. Aber habe ich jetzt ein bisschen überreagiert? Vielleicht muss ich mich bei meinem Papa entschuldigen. Papa? Mensch, Sarah, du bist so wunderschön. Wow, du hast so ein tolles Haus. Ich kann nicht glauben, dass mich mein Vater komplett vergessen hat. Ich brauche keine neue Mama und ich will auch meinen Papa nicht anfangen zu teilen mit diesen Leuten. Ah, ich habe einen perfekten Plan, wie ich sie auseinanderbringen werde. Eines Tages hat Julia versprochen, für die ganze Familie zu kochen. Und ab diesem Zeitpunkt waren sie schon fast jeden zweiten Tag bei uns daheim. Aber natürlich, nachdem es im Backofen war, habe ich mich in die Küche geschlichen und habe die Temperaturen voll aufgedreht. Ich hoffe, mein Papa mag verbranntes Essen. Ich habe darauf gehofft, dass Papa so wütend mit Julia sein wird, nachdem sie seine Lieblingspfanne komplett ruiniert hat, dass er sie sofort aus dem Haus schmeißen wird. Aber das Schlimme war, anstatt Panik zu schieben, hat Julia es mit Gelassenheit genommen und hat einfach angefangen, was Neues zu kochen. Ich meine, ab diesem Zeitpunkt dachte ich mir, was kann sie so schnell noch kochen? Aber sie hat innerhalb von 5 Minuten einfach das beste Gericht gekocht, was ich jemals gegessen habe. Ich wollte es nicht zugeben, aber es war köstlich. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich muss sie irgendwie loswerden. Irgendwie hat sie doch bestimmt eine Schwachstelle. Weil niemand ist perfekt. Ich meine, sie kann gut kochen, aber wer mag schon Kakerlaken? Ich weiß schon, was ich machen werde. Während Julia und mein Papa im Kino waren, war ich noch schnell in der Zoohandlung und habe ein paar Kakerlaken und Heuschrecken geholt. Ich werde sie ihr ins Bett legen und ich wette mit dir, dass sie so angeekelt sein wird, dass sie nie wieder bei uns übernachten wird. Ich bin so müde. Heute war so ein toller Tag. Ich freue mich schon so schlafen. So, warte mal, was ist das in meinem Bett? Oh, eine Heuschrecke und eine Kakerlake. Oh nein, ihr armen Tiere. Ich werde euch schnell in die Freiheit entlassen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Tierfreundlich ist sie jetzt auch noch. Ach, du armes Tier, du hast dich wohl verlaufen. Hier, endlich bist du wieder frei. Was macht sie jetzt wieder? Und du, kleiner Käfer, hast es leider nicht geschafft. Aber dafür werde ich dich begraben. Ach, dieses arme Tier. Egal, was ich gemacht habe, Julia hat es einfach mit so viel Gelassenheit genommen. Und vielleicht habe ich mich in sie geirrt. Vielleicht ist sie wirklich nur ein sehr guter Mensch. Aber das ist ja auch schon egal, denn morgen ist die Hochzeit schon. Und ich habe es nicht geschafft, sie zu verscheuchen. Ich habe so keine Lust auf diese Hochzeit. Amy, schön, dass du da endlich da bist. Komm, setz dich zu mir. Ich habe dir extra einen Platz freigehalten. Du schaust so toll aus, Amy. Danke, Lukas. Voll lieb von dir. Ich kann es kaum abwarten, dich meine Schwester zu nennen. Und seine echte Schwester hat er natürlich vergessen. Ruhe bitte. Die Braut und der Bräutigam sind auf dem Weg hierher. Julia, wollen Sie diesen rothaarigen Mann zu Ihrem Mann nehmen? Ja, ich will. Und wollen Sie rothaarigen Mann Julia zur Frau nehmen? Ja, ich will. Sie dürfen die Braut nun küssen. Und die Person, die den Brautstrauß jetzt fängt, wird als nächstes heiraten. Oh nein, ich heirate doch nicht. Hier, der Brautstrauß gehört Ihnen. Oh, ich wollte schon immer heiraten. Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid zu unserer Hochzeit. Oh, ich ertrage diese Hochzeit einfach nicht mehr. Ich will keine neue Mama haben und ich will auch keine neue Geschwister haben. Amy, warte. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich werde später mit dir darüber reden. Amy, mein Schatz, magst du bitte mal runterkommen?
muss mit dir reden. Oh, um was geht es denn schon wieder, Papa? Du weißt doch, ich würde deine Mama niemals vergessen. Aber ich habe mich in Julia verliebt und es würde mir so viel bedeuten, wenn du ihr und ihrer Familie, unserer Familie, eine Chance geben könntest. Nach all diesen Jahren, wo ich in Trauer gelebt habe, bin ich endlich wieder glücklich wegen Julia. Wenn es dir so viel bedeutet, Papa, dann ja, ich werde ihr eine Chance geben. Amy, mein Schatz, du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet. Und als Dankeschön habe ich hier noch ein Geschenk von deiner Mama, bevor sie gestorben ist. Was? Das kommt noch von Mama? Und diese Karte? Oh nein, ich vermisse sie so sehr. Und was ist in dem Geschenk? Eine Schmuckschatulle. Mama wusste doch immer, dass ich sowas haben wollte. Ich vermisse sie auch so sehr, mein Schatz. Und das solltest du auch haben. Mama hat das immer getragen. Dankeschön, Papa. Ich werde sie niemals vergessen. Ich hab dich so lieb. Oh, ich freue mich so. Endlich gehen wir zu unseren Flitterwochen in die Malediven. Viel Spaß euch beiden. Oh, von wem kommt der Anruf? Hallo, ich kann leider nicht auf die Kinder aufpassen. Oh nein, unsere Babysitterin hat gerade abgesagt. Wir können leider doch nicht in die Flitterwochen fahren. Papa und Julia, ich kann doch auf Lukas aufpassen. Mir macht es echt nichts aus. Was, Amy? Das würdest du wirklich für uns tun? Ja, ich meine, ich habe eh keine Freunde und Ferien habe ich auch. Ach, mein Schatz, ich bin so stolz auf dich. Dankeschön, Dankeschön. Amy, Dankeschön. Wegen dir können wir in unsere Flitterwochen gehen. Komm, lass uns gehen. Tschüss. Ich habe es anfangs Papa nur angeboten, weil er mich gebeten hat, Julia und ihren Kindern eine Chance zu geben. Aber nach ein paar Tagen, muss ich zugeben, Zeit mit Lukas zu verbringen, war einfach richtig toll. Wir haben Brettspiele gemeinsam gespielt, sogar gemeinsam gezeichnet und am Wochenende haben wir uns immer Pizza bestellt. Aber eines Tages, nachdem ich zurückgekommen bin vom Einkaufen, habe ich Schreie aus Sarahs Zimmer gehört und Lukas' Stimme war da auch. Was geht hier nur vor sich? Was fällt dir nur ein, Wasser über meinen Teppich zu schütten? Wenn du das noch einmal machst, dann werfe ich dich vom Balkon. Sarah, halt, stopp! Sag mal, geht's noch? Das kannst du doch nicht tun. Das geht dich überhaupt nichts an. Lukas ist mein Bruder und nicht deiner. Amy, ich hab so Angst. Falls es dir entgangen ist, seit unsere Eltern geheiratet haben, ist er auch mein Stiefbruder. Also lass ihn gefälligst in Ruhe. Und was ich noch sagen wollte, wir wissen doch alle, dass mein Bruder nur zu dir nett ist, weil er Mitleid mit dir hat. Und jeder weiß, dass du keine Freunde hast. Du bist so ein Loser. Du solltest dich schämen. Also wirklich. Ach, Lukas, sei nicht traurig. Ich weiß ganz genau, was dich aufheitern wird. Und zwar eine Kugel Eis. Was hältst du davon? Ja, ich hätte gerne eine Kugel Eis. Was für eine Sorte Eis hättest du denn gerne? Ich hätte gerne ein Vanilleeis mit Schoko und Erdbeerstreuseln. Oh, du hast einen guten Geschmack. Das ist sogar unsere neue Sorte. Hier eine Kugel für dich. Oh, danke schön. Das schaut ja lecker. Danke, Amy, du bist die Beste. Ach, das habe ich doch gerne gemacht. Das Eis ist einfach so lecker. Dankeschön, Amy, nochmal. Ich bin so froh, dass du ein Teil unserer Familie bist. Ich auch, Lukas. Wie schaut es denn hier aus? Ich habe doch erst vor 2 Stunden aufgeräumt. Oh, du bist noch schlimmer wie meine Mutter. Immer am Nörgeln. Ich war gerade am Chillen und habe mir TikToks angeschaut. Oh, hast du den Saustall schon mal gesehen? Alles ist am Schimmeln. Bitte räum das jetzt auf. Hey, Amy, fang. Wenn es dich so nervt, dass es so dreckig ist, dann räum doch selber auf. Du hast jetzt 2 Arme. Und kannst du jetzt bitte gehen? Ich will nämlich noch einen TikTok-Mukbang drehen. Oh Mann, wieso muss ich Papa nur versprechen, dass ich mich um alles kümmern werde? Jetzt muss ich auch ihren Dreck aufräumen, weil sonst ist er sicher wütend, wenn er nach Hause kommt. Oh, endlich bin ich fertig mit Putzen. Und sie ist einfach eingeschlafen, während ich am Putzen war. Oh, jetzt hast du mich aufgeweckt. Was regst du dich auch so künstlich auf? Hier, ich habe dir auch eine Pizza gekauft. Du hast Pizza für mich gekauft? Ja, ich bin ja eine nette Stiefschwester. Und jetzt bitte geh. Okay, danke. Also das ganze Aufräumen hat mich wirklich hungrig gemacht. Oh, das ist nur eine Pizzakruste, die sie mir übrig gelassen hat. Ich hasse sie. Und wenige Stunden danach ist Papa eh schon wieder mit Julia nach Hause gekommen von ihren Flitterwochen. Und die Ferien waren einfach zu schnell vorbei und der erste Schultag hat wieder angefangen. Leute, schaut mal, der Loser ist wieder da. Warte, war ihr Name nicht Amy? Nein, ihr Name ist Loser. War ihr so klar? Also ich muss sagen, mir gefällt meine neue Schule.
Ich kann einfach nicht nachvollziehen, wieso sich jeder über mich lustig macht. Liegt es vielleicht an meinen roten Haaren? Aber zum Glück geht Sarah nicht in meine Klasse. Wenigstens etwas. Hallo Kinder, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ferien. Bevor wir mit dem Unterricht fortfahren, will ich euch noch eine neue Schülerin vorstellen. Hey Leute, mein Name ist Sarah, ich komme aus Berlin. Ich hoffe, dass wir alle Freunde werden. Oh, war ja so klar. Wie viel Pech kann man haben? Jetzt geht sie sogar mit mir in die gleiche Klasse und ihre künstliche, aufgesetzte Stimme. Wieso sind alle Schüler hier versammelt? Seit Jahren versuche ich, hier Freunde zu finden und Sarah kommt rein und alle wollen mit ihr befreundet sein. Zum Glück ist Schule jetzt fertig. Sarah, Papa wartet auf uns. Komm, lass uns gehen. Ew, igitt, Sarah, wieso redet die denn mit dir? Ach, das ist unsere Putzfrau. Das war ja klar, dass jemand wie du nicht selber putzt. Natürlich hast du eine Putzfrau. Ja, mein Vater ist super reich, darum kann ich mir eine Putzfrau leisten. Oh, können wir bitte gehen? Oh, Amy, schön, dass du wieder da bist. Wie war denn dein erster Schultag? Mein erster Schultag war einfach wie immer. Amy, so schön, dass du da bist. Ich habe dir was zum Essen aufgehoben. Ich hoffe, es schmeckt dir. Oh, Lukas, danke schön. Das ist ja so lieb von dir. Lecker. Ach, und bevor ich es vergesse, ich wollte euch fragen, ob es okay ist, wenn ich und eure Mutter heute ausgehen zum Essen. Oh, ihr beide seid jetzt so romantisch. Ja, bitte geht zum Essen. Das ist so eine tolle Idee. Okay, super. Danke schön. Wir sehen uns dann am Abend wieder. Viel Spaß. Tschüss. Ich werde heute bei meinem Freund übernachten. Ciao. Oh nein, ich will nicht mit dir alleine sein. Perfekt, ein ganzes Haus nur für mich alleine. Hey Leute, ich mache heute eine Party. Mögt ihr bitte vorbeikommen? Eine Hausparty? Ja, wir kommen. Was ist denn das für ein Lärm? Hat man bei uns etwa eingebrochen? Wo kommt es nur? Was geht denn hier vor sich? Sarah, magst du mir bitte erklären, was du hier veranstaltest? Unsere Eltern kommen bald nach Hause. Boah, was bist du für eine Spaßbremse, Mann. Geh wieder schlafen, du nervst. Ey, was macht denn deine Putzfrau hier, Sarah? Oh, sie nervt. Die Party ist jetzt vorbei. Bitte geht jetzt alle nach Hause. Die Party ist vorbei, wenn Sarah es sagt und nicht du. Und jetzt verzieh dich. Ja, da hat sie wohl recht. Oh, wer nicht hören will, der muss fühlen. Sie können den Strom abschalten. Oh, also, nochmal rein. Ich sage es jetzt zum letzten Mal. Die Party ist vorbei. Geht jetzt alle nach Hause. Wie kannst du einfach den Strom abschalten? Das ist mein Zuhause und wenn jetzt deine Freunde nicht gehen, dann rufe ich Papa und Mama an. Boah, so eine Petze. Komm, ich habe jetzt eh keine Lust mehr. Lass uns gehen. Sie ist ja so eine Spaßbremse. Was geht denn hier vor sich? Von wo kommen die ganzen Leute hier? Ihr habt eine Party hier veranstaltet? Oh, was macht ihr so früh daheim? Das war Sarahs Idee. Ich habe gesagt, sie soll aufhören damit. Sie hat all ihre Freunde eingeladen und eine Party hier veranstaltet. Sarah, ich bin so enttäuscht. Du hast 3 Jahre lang Hausarrest. Schatz, das ist doch ein bisschen übertrieben. Du weißt doch, wie Kinder in diesem Alter sind. Aber Papa, hätte ich das gemacht, hätte ich auch Hausarrest bekommen von dir. Oh, danke, Papa, dass du so verständnisvoll bist. Nein, also da stimme ich dir nicht zu. Du hast 3 Wochen Hausarrest dafür, was du gemacht hast. Oh, ich kann nicht glauben, dass meine Tochter sowas macht. Oh, Amy, ich habe dir noch ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk für mich? Was? Wieso? Weil du so lieb auf Lukas aufgepasst hast, während wir in den Flitterwochen waren. Das war so lieb von dir. Ich hoffe, es gefällt dir. Dankeschön, du bist die Beste, Julia. Wo ich das gesehen habe, wusste ich, dass es dir so gut stehen würde. Ich liebe es, danke. Hallo Mama, ich glaube, du hast deine Lieblingstochter vergessen. Wo ist mein Geschenk? Nach dem, was du heute veranstaltet hast, willst du noch ein Geschenk? Dein Geschenk werde ich zurückgeben. Das ist so gemein, du bist nur nett zu Amy. Also ich finde nicht, dass du das Geschenk zurückgeben musst von Julia. Mensch, Papa, wieso beschützt du Julia immer? Nach dem, was sie heute gemacht hat... Was ist nun mit Amy los? Geht sie gerade durch die Pubertät? Ach, das sind Kinder in diesem Alter. Ich kann es einfach nicht glauben, dass Papa Sarah immer beschützt. Wäre Mama doch nur am Leben, dann wäre alles anders. Mensch, Mama, ich vermisse dich so sehr. Aber Julia hat mir das geschenkt. Ich hätte nicht erwartet, dass sie so ein lieber Mensch ist. Was? Es ist schon so spät. Ach, ich muss ins Bett gehen. Morgen ist ja das Blackpink-Konzert. Da gehen ich und Papa jedes Jahr hin. Mama ist sonst auch immer mitgegangen. Aber Zeiten ändern sich.
Oh, endlich ist sie eingeschlafen. Wie lange brauchte sie bitte dafür? Wo ist es nur? Wo ist es nur? Kann ich glauben, dass Mama ihr was gekauft hat und mir nicht? Das gehört mir. Vielleicht ist es in ihrem Rucksack auch nicht. Auch nicht. Ah, hier ist es. Perfekt. Oh, an mir schaut es einfach so viel besser aus. Wow, diese rote Blüte ist ja noch schöner. Das werde ich mir direkt einstecken. Ihr wird es eh nicht auffallen. Oh, heute ist ja das Blackpink-Konzert. Ich werde heute die rote Blüte von Mama tragen als Tradition. Warte mal, wie schaut mein Zimmer aus? Alles ist weg. Hat man bei uns eingebrochen? Ich muss das schnell Papa erzählen. Oh nein. Papa, bei uns hat man... Du hast es gestohlen, mein Schatz Amy. Also ich muss sagen, ich bin richtig stolz, dass du dich so gut mit der Sarah verstehst und ihr sogar den Schmuck geliehen hast. Dankeschön, dass du mir es erlaubt hast zu tragen, Schwesterherz. Und ich und Papa werden heute zum Blackpink-Konzert gehen. Aber, da gehen wir doch jedes Jahr hin. Ach, es tut mir so leid. Dieses Jahr gab es leider nur 2 Tickets. Und du hast Blackpink hier schon so oft gesehen und Sarah hat sie noch nie gesehen. Darum dachte ich mir, es wäre nur fair, wenn ich Sarah dieses Mal mitnehme und nicht dich. Ich freue mich schon so sehr. Dankeschön, Papa. Also ich kann das nicht glauben. Das ist unsere Tradition. Wir gehen jedes Jahr hin. Du, ich und Mama. Seit Mama gestorben ist, bist du ein anderer Mensch, Papa. Ich hasse dich. Ich hasse euch beide. Was ist denn los? Gestern war sie noch so lieb und hat mir ihren Haarschmuck ausgeborgt. Und jetzt auf einmal behauptet sie, dass ich es gestohlen habe. Ach, nimm es ihr nicht übel. Sie ist wahrscheinlich wütend, dass ich nicht zum Konzert mit ihr gehe und sie vermisst wahrscheinlich ihre Mama. Aber das ist verständlich. Aber leider gab es nur 2 Tickets. Wenn ihr der Schmuck so viel bedeutet, dann kann sie ihn gerne wieder haben. Ich finde es halt nur gemein, dass sie zuerst zu mir sagt, dass ich es tragen darf und jetzt dreht sie durch. Ich verstehe sie nicht. Ach Julia, du bist so eine gute Stiefschwester zu ihr. Nimm es ihr bitte nicht übel. Und Kopf hoch, wir müssen jetzt zum Konzert gehen. Es fängt gleich an. Ja, Papa, ich freue mich schon so sehr. Oh, also ich muss sagen, nachdem ich all eure lieben Kommentare gelesen habe, geht es mir schon so viel besser. Dankeschön, Amelie. Ganz liebe Grüße an dich. Und auch ganz liebe Grüße an Gamersword1806. Dankeschön, dass dir die Story gefällt und dass du uns abonniert hast. Und zu guter Schluss, ganz liebe Grüße an Oana. Dankeschön, dass du unseren Kanal abonniert hast und für deinen lieben Kommentar. Danke, Toasties, ihr seid einfach die Allerbesten. Und falls ihr am Ende des Videos auch erwähnt werden wollt, dann hinterlässt einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück seid ihr im nächsten Video dabei. Tschüss, bis zur nächsten Episode. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.